Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem fantastischen Bauarbeiter-Simulator. Und ja, wir sind dabei, hier ein Landhaus auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise ein Haus auf dem Land. Ich glaube, das trifft es eigentlich besser. Und dazu gehört natürlich die ordnungsgemäße Dämmung von Zwischenwänden und hier, ne, Gipsplatten oder wie auch immer die dann eigentlich heißen, weil ich glaube nicht, dass die so heißen wie hier. Ja? Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin ja kein Häuslebauer. Bin damit, glaube ich, für mein Leben jetzt durch. Leider. Ich hätte mir sehr gewünscht, noch ein bisschen auszubauen bei... Was? Achso, die Wolle muss da rein. Ja, aber es ist halt, ne? Nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. So. So, und dann hier auch nochmal. Jede Menge. Noch eine. Ich versuche das jetzt wirklich so sparsam, wie es eben falsch. So sparsam, wie es eben geht, zu machen. Aber da sind auch während des Sturmes hier mittendrin die Wände weggeflogen, oder wie darf ich das verstehen? Ist schon so ein bisschen irritierend. So, und hier oben haben wir in Anführungszeichen tragende Wände. Dann brauchen wir also wieder das Zeug hier. Meine ich. Jo. Ist auch ziemlich teuer, ne? Müsste man ja auch ein bisschen sparsamer mit sein. Ich frage mich ja, warum man die verwendet. Ich habe ja eher so behauptet, dass man die irgendwie nur im Bad verwendet, aber das halte ich natürlich immer ja für Quatsch. Weil Feuchtigkeit im Haus kann überall entstehen. So, da musste ich mal ganz kurz genossen. Ah ja. Gut. Die gute alte Schubkarre, die gute alte Speisekarre müssen wir auch wieder ran karren. Wo ist sie denn? Ja. Einmal bitte Mörtel. Ja. Perfekt. Ja, wie viel müssen wir davon noch machen, ey? So. Hallo. Eins, zwei. Eins, zwei. Und da. Lecker Mörtel. Die hätte ich fast schon aufgegeben, ne? Weil ich da aus dem Haus nicht mehr rausgekommen wäre. Das soll auch bald mal ein Upgrade geben. Das wäre schön. Okay, und dann brauchen wir wieder diese Steine. Ich tippe mal 200. Da können wir jetzt auch mehr legen auf einmal. Okay. So. Ich kann sagen, wie komme ich hier wieder raus, aber ist ja eine Tür drin. Mensch, blöder Garderol. So.
Ja. Ist aber wieder ein bisschen was anderes, ne? Also es ist jede Mission immer nochmal so einen kleinen Tick anders. Die Frage, es gibt auch den Kreativmodus, ne? Kann man sich ja wahrscheinlich dann komplett austoben und so ein Riesenhaus bauen mit 35 Milliarden Stockwerken mindestens. Ist wahrscheinlich auch ganz spannend. Ja, und ich wechsle lieber die Etage, statt das Werkzeug zu wechseln. Auch ein bisschen Quatsch eigentlich. So, das hier würde ich übrigens nicht machen. Das durchmauern. Es sei denn, da kommt ein Bad hin, dann ist vielleicht die Mauer doch ganz sinnvoll. Kommen wir da jetzt dran ohne Hilfsmittel immer noch? Ja, hier noch, aber so die nächsten Etagen dürften ein bisschen schwieriger werden, ne? Trotzdem glaube ich, mittlerweile geht mehr auf die Kelle drauf, oder mache ich das nur? So. Auf jeden Fall ist das schon einer der aufwendigeren Aufträge hier. So, fehlen halt noch so ein paar Türwürfe hier. Hier ist nochmal richtig. Ja, drei Stück brauchen wir davon. Ach so, da oben muss ja mal drauf. Boah, ja, das wird aber eng hier. Wird aber ein enges Hüschen. Stürze. So heißen die Dinger. Zack. Hier oben noch einer. Okay, so, wie soll ich denn jetzt da oben drauf kommen? Hier. Und was soll darauf vor allen Dingen? Soll da irgendwas drauf? Tatsache. Gucken wir mal. Hä? Okay. Also das hätte jetzt nicht danach ausgesehen für mich, als wenn das noch dahin passt irgendwie. Aber gut. Oh, hier kommen wir nicht ran. Oh. Das ist so ein bisschen merkwürdig, ne? Wo man hier rankommt und wo man nicht rankommt. Hier zeigt es auch gar nicht grün an, wenn man da rankommt. War nicht schlecht. Das sollte jetzt aber fertig sein. Und nochmal. Oh, da auch. Kann ich die von... Kosten die immer was? Warte mal. Erstmal will ich gucken, ob die was kosten. So, wir sind bei 19. Nee, die kosten nichts. Okay, die haben wir offenbar immer so dabei. Ja, warum auch nicht? Was mir auffällt, ist übrigens, dass die Kelle schon eine ganze Weile hält. Bevor wir die auch voll machen mussten. So. Ach ja, gut. Jetzt habe ich die Kelle zu früh gelobt, nehme ich an. Nee. Ah, sehr schön. Okay, wir sehen also, es wird immer aufwendiger. Was ich mal einmal probieren möchte, ist ganz kurz, damit wir überlegen, ob und wie wir das weiterspielen, wie das dann hier, also Innenarchitekt nehme ich an, können wir einfach so, hier können sie ihr Traumhaus planen, aha. Und Sandbox.
Okay, wir mal gucken. Und dann könnt ihr ja entscheiden, könnt ihr es in die Kommentare schreiben, ob und wie wir da weitermachen. Also hier ist offenbar jetzt wirklich Projektboden. Ach du Scheiße. Hier können wir also alles planen. Oder wir lassen uns das zufällig planen. Hier könnte ich eigentlich mal meine ganze Wohnung nachbilden. Dann wisst ihr mal, wie es bei mir aussieht. Lieber nicht. Hier ist irgendwie... Löschen. So. Irgendwie... Etage hinzufügen. Boden. Projekt Boden. Tragende Wandpfad. Pool. Und Baldi aktualisieren. Okay, das wird noch eingefügt. Oh. So. Tragende Wand. Super grob. Wie das ungefähr hier bei mir aussieht, können wir mal einfach mal hier so malen. Keine Ahnung, wie das geht. Von den Größen her wird das natürlich nicht passen. So. Ist hier eine Tür. Dann ist hier... So, eine tragende Wand. Das ist hier eine Wand mit Innentür. Kann ich die noch irgendwie anders drehen? So. Haustür, die ist sehr klein. Kann man die irgendwie größern? Vergrößern? Nee. Okay. Was übrigens eine sehr interessante Haustür ist, weil die geht nach außen auf. Da erschlägt man immer gerne den Briefträger mit. Achso, da müssen wir durchziehen die Wand. So. So. Dann ist hier wieder eine Tür. Das ist eine Innentür. Wieso geht das? Achso. Ist wieder verkehrt rum. Mensch. So. Hallo. Achso, da hat er jetzt. Das ist aber eine tragende Wand. Wieso kann ich in die tragende Wand keine Innentür reinmachen? Oh, das ist aber schon gewöhnungsbedürftig hier, die ganze Nummer. So. Geht auch nicht. Muss das eine Trennwand sein? Geht auch nicht. Hä? Tragende Wand, Trennwand. Ha. Verwirrend. Gut, das ist eine Betontrennwand, aber das weiß doch das Spiel nicht.
Und das zeigt auch irgendwas an, ne? Dass da was nicht stimmt. Da seht ihr das. Keine Ahnung, das ist, ja, aber auf jeden Fall, da könnte man sich jede Menge Spaß mit machen, das sehe ich schon. Hier, es darf nicht zu nah da dran sein, kann das sein? Ja, es darf nicht zu nah dran sein. So, und dann haben wir hier, ja, hier ist so eine halbhohe Wand, ne? Wie macht man das denn dann? Küche. Dann Betontrennwand ist dann nochmal hier so. Und dann das so. Und einmal so. So, ungefähr. Dann ist hier eigentlich keine Tür. So. So. Ja, perfekt. So oder so ähnlich. Achso, und dann natürlich das Wichtigste, was es ja eigentlich am schönsten macht. Ja. Element skalieren wir. Ah. Mindestabstand ist wie blöd. Ja, aber vom Prinzip her. Na gut, hier ist noch so ein. Da wäre natürlich auch eine. So. Falsche Form der tragenden Wand, wo? Naja, auf jeden Fall, wir sehen, theoretisch könnte man hier fantastisch bauen und planen. Da habe ich mich gerade so ein bisschen drin verloren und das hier in der Winterlandschaft, wie schön. Und mit Nachbarn hier, warte mal, da gucken wir mal, was hat denn der? Ey, das ist schon Wahnsinn, oder? Ach, so eine alte Scheune mit Strohballen dann. Die Strohballen sind natürlich draußen und nichts ist drin. Das gibt natürlich Sinn. Gut. Ja, Leute, also, das war sie, die erste Staffel. Aufgenommen am 11.06. Deswegen, wenn ihr Kommentare geschrieben habt, wie ich was besser machen kann, kann ich das jetzt danach berücksichtigen. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir hier weitermachen. Ich bin gespannt auf euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.